Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und ich wieder für euch in Dragonflight unterwegs und wollte ich euch heute so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Ortug Mount, das wir über einen Händler kriegen und ja, was wir dafür alles machen müssen, um das Mount kaufen zu können, will ich euch jetzt mal zeigen. Als allererstes befinde ich mich einmal im dritten Gebiet, Azurblaues Gebirge und hier sind wir auf den Koordinaten 1449 im Tuskerlager. Dort haben wir einen NPC und zwar haben wir den hier hinter mir, da seht ihr, der hat schon zwei Tusker-Viecher um sich rum, diese Ortug. Und wenn wir ihn anquatschen, hat er zwei Mounts. Eins hatte ich euch schon gezeigt und zwar das erste Mount, da braucht man insgesamt drei Ringe, die man aus den Dungeons bekommt. Hier einmal aus Nukut bzw. Azurblaues Gebirge und dann haben wir noch die Akademie von Algitta. Und ja, da hatte ich euch schon ein Video drüber erstellt und da könnt ihr euch dann das erste Mount kaufen. Beim zweiten Mount habe ich jetzt doch eine Weile gebraucht, die benötigten Items zu kriegen. Und zwar beim zweiten Mount brauchen wir nur zwei Items, aber das sind zwei Items aus dem Raid und zwar Gewölbe der Inkarnation. Und ja, die habe ich jetzt mittlerweile zusammen. Was sind das für Items? Das sind beides Hälse. Und zwar haben wir einmal Terox gefangener Kern und dann haben wir Auge des rachsüchtigen Hurricanes. Und ja, die habe ich mir mittlerweile hier mit dem Twinker gattert. Beide aus dem LFR. Also ihr könnt das Zeug im LFR, NHC, HC und Mythic benutzen. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr euren Mythic-Hals dafür hergeben wollt. Deswegen würde ich euch empfehlen, das Ganze im NHC bzw. im LFR zu farmen. Und ich habe das einfach hier mit dem Twink gemacht. Man braucht 359er Item-Level, um mit einem Twink quasi in den LFR reinzukommen. Und dann hat man auch immer den Vorteil, dass man noch mit einem Twink, wo man vielleicht sonst nichts anderes macht, also den Hals zu farmen, den Vault dafür herzunehmen, um dementsprechend den Hals zu kriegen. Ich hatte mittlerweile ein bisschen Glück und habe die zwei Dinger bekommen. Ich zeige euch jetzt mal noch, wo das genau im Raid ist, von welchen Bossen ihr das bekommt. Das muss ich gerade wieder gucken. Abenteuerführer. Und zwar, das erste Item haben wir von Terros. Da droppt der erste Hals und das zweite Item von Datea, da droppt der zweite Hals. Wenn ihr jetzt LFR queuen wollt und es darüber erledigen möchtet, dann geht ihr einfach hier rein und ihr habt quasi Terros ist der erste Boss im Höhlen der Infusion und Datea ist der letzte Boss im ersten Flügel, hier des Primalisten-Bollwerk, genau. Bei mir hat es jetzt doch einige Wochen gedauert, bis ich sie hatte. Was mich noch ein bisschen ärgert, ich habe mit Main eine 421er Item sausen lassen, dafür, dass ich ein LFR Item geholt habe. Ich habe das nämlich mit mehreren Chars gefarmt jetzt und jetzt habe ich beide mit meinem Hexe zusammengekriegt und naja, habe halt quasi ein Max-Level Item für ein LFR Item liegen lassen, weil ich dachte, okay, vielleicht kriege ich es dann wenigstens mit Main zusammen, wenn es mit den Twinks nicht droppt. Naja, gut. Ich bin froh, dass ich es jetzt endlich habe und ich würde sagen, wir kaufen es uns jetzt einmal und schauen uns das nette Ortug Mount an. So, da haben wir es. Stopp. Das heißt nämlich Ortug des Iska-Händlers. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir mal ein bisschen näher ran. Ihr seht, da ist es. Hat jetzt nicht so viel Rüstung wie manch anderes Mount. Hier an der Seite haben wir so ein kleines Säckchen dran mit einem Fisch und einem Angelhaken. Und ja, sieht lustig aus. Hier haben wir noch das Mount-Emote. Ich finde, die Ortug-Mounts sind schon putzig. Und es hat, glaube ich, ein bisschen erhöhtes Schwimmtempo, soweit ich das weiß. Also ihr seht, wir sind nicht ganz so langsam im Wasser wie bei den meisten anderen Mounts. Das haben natürlich nicht nur die Ortug-Mounts, sondern wir haben ja da auch noch den Vorteil, dass man mit Schildkröten und Seepferdchen auch tatsächlich schneller ist. Gut, jetzt muss ich bloß gucken, was ich mit meinem Hals mache, mit dem Char. Beide Hälse sind weg. Na, hier haben wir noch einen grünen, legen wir den zumindest an. Und ja, damit sind wir durch mit dem kleinen Mount-Guide. Viele Mounts fehlen mir jetzt aktuell nicht mehr, drei Stück. Da wird es dann auch noch Video-Guides geben, sobald ich damit fertig bin. Und ja, damit verabschiede ich mich an der Stelle. Euer Attila, bis zum nächsten Mal. Ciao.